So, moin, liebe EOP-Army und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von Ownerin mit Co-Owner dieses Mal versus Server-Team. Und zwar, wir haben unseren THC-Fan, den kennt ihr ja noch, aus den anderen, wie heißt jetzt mit der Kurslam Pandai. Und er hat sich heute wieder mal ein bisschen nicht rühmlich verhalten und deswegen haben, wo ist Tigerpanzer gerade? Ja. Deswegen haben sich Tigerpanzer nicht gedacht, wir ärgern jetzt ein bisschen und wir trollen ihn jetzt im Endeffekt ein bisschen. Also wir machen so kleine Dinge, er baut hier gerade so ein Loch mit dem Bagger, wir haben den jetzt schon so weiter vorgesetzt, den Bagger, und dann hat er hier jetzt extra eine Mauer hingemacht und jetzt macht Tigerpanzer folgendes, er hat den schon kopiert, jetzt wird er den Bagger zurücksetzen nach hinten. Und dann schauen wir mal, wie Kossam Panda reagiert. So, und, willst du noch kurz irgendwie kurz eine Begrüßung machen? Sag einfach mal Hallo. Okay, wir sind übrigens auf dem CCSW-Server, ist ein cooler Server, checkt ihn aus, ihr könnt auf jeden Fall draufkommen. Checkt ihn auf jeden Fall mal aus, ist ein richtig nice Server, schaut vorbei. Und, pass auf, er ist gerade bei mir, du kannst ihn wegmachen und gleich wieder ein Stück weiter hinten zurück. Nein, warte, der schaut gerade. Ja. Schau mal, was er macht. Wo ist der? Ah, der baut bei mir, der baut gerade bei mir, du kannst machen schnell. Okay. So, jetzt seht ihr, wir haben jetzt hier ist jetzt ein Block Abstand, wir haben den Bug jetzt einfach mal einen Block nach hinten versetzt, jetzt wird's so lustig. Ernsthaft, der hat mich jetzt hier rein? Nee, seh ich gar nicht mehr. Nein! Wenn er jetzt so weitermacht, ne? Jetzt musst du reingehen und die TP nicht mach oben zu. Okay, slash, TP hier, Kursan Pandai. Ich schnell, mach zu, mach zu, mach zu! Das können wir auch, mein Freund. Ich tippe ihn jetzt mal hier, slash TP hier, kostet ein Pandai und schauen wir mal, ob er jetzt mit dem Bagger sieht. Warte, er sieht jetzt den Bagger, pass auf, er sieht jetzt den Bagger gleich, hoffe ich mal. Nee, Leute. Was macht er jetzt? Soll ich den anderen Bagger nach unten kopieren? Was? What the fuck? Warum hat er das zugemacht? Ich hab ihn ja so wieder aufmachen, das ist ja geil. Ah, ne, der hat nicht, Ding hat der schon hinter, ist nur unten drunter Ding. Achso. Warte, ich setz den Bagger um, okay. Ja, ey, das kannst du jetzt machen. Dreh den Bagger jetzt um und. Na, schnell, doch, er hat unten gemacht. Ich hätte es einfach um 180 Grad gewendet. Ja, um 180 Grad drehen, genau. Mach das mal. Oder nur noch neun, ja. Drehen nur um 90 Grad. Dreh den Bagger mal. Ich muss nochmal den Baggereimer nach unten hinten setzen. Genau, setz ihn mal nur. Er schaut gerade, Moment, er schaut. Jetzt schaut, ne, er schaut. Oh, jetzt merkt das. Hä? Nein, Scheiße, ich muss ihn neu kopieren. Ernsthaft? Jetzt musst du den wegen dem Stein. Jetzt musst du den Scheißbagger deswegen nicht kopieren, weil der da solche Scheißdinger hingemacht hat, Mann. Ist das denn sein fucking Ernst? Scheiße. Gut, ich muss jetzt eh wahrscheinlich ein bisschen was machen, weil sonst fällt's auf. Ich werde jetzt mal hier kurz ein bisschen scheinheilig, ein bisschen an meinen LKW weiterbauen. Derzeit kann Tigerpanzer nämlich den kopieren. So, wir müssen jetzt einfach mal hier so ein bisschen scheinheilig an dem LKW weiterbauen, dass er denkt, ich baue hier die ganze Zeit an dem LKW weiter. Sonst fällt es mich auf. Ja. Wenn die ganze Zeit ich da nur so rumstehe, dann merkt er am Schluss, dass ich eine Aufnahme mache und das ist blöd. Das war nur der Ernst. Muss mal ganz kurz schauen, ob ich den ganzen. Machen wir hier das so. Schaut der gerade? Wo ist der gerade? Nee, er schaut zu meinen Dinge, kannst du schon machen. Okay, hab gemacht. Die hinteren Knöpfe. Du musst nochmal kopieren, du hast die hinteren Knöpfe sind nämlich liegen geblieben. Echt? Ja, musst nochmal kopieren. So. Ja, die sind alle drauf. Nee, die hinteren nicht. Also die von mir jetzt gesehen, die hinteren. Warte, sicher? Kopier lieber ein größeres Stück. Ich fliege mal kurz hier woanders hin. Kopier den hier mal kurz. Mal schauen. Die sind alle dran bei mir. Okay, dann passt. Der schaut gerade zu meinem LKW, also kannst du ihn jetzt mal schnell mein Ding machen. Ich lenke ihn jetzt mal ab, indem ich einfach mal in dem LKW weiterbaue. Jawohl, er hilft mir beim Bauen, das heißt, du kannst den Ding jetzt zurücksetzen, jawohl. Ich muss den jetzt erst noch den wieder rauslöschen hier. So. Soll ich ihn einen Block nochmal nach hinten setzen? Setz ihn mal nur einen Block, ja. Einen Block nach hinten. Ich hab den Paste-Command nicht mehr auf. Puh. Okay.
Okay, jetzt ist er zwei Blöcke hinter. Okay, passt, perfekt. So. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn er das merkt, wenn er sieht, dass da noch weiter hinter. Ich glaube, er geht runter. Schematik. Ich glaube, ich tue das mal kurz als Schematik absprechen. Backer. Ich baue jetzt hier mal scheinheilig ein bisschen an dem LKW weiter, weil dann fällt es mir nicht so auf, verstehst du? Er hat irgendwas mit Cut gemacht. Ach, er ist dramatisch. Ach, der hat bloß eine Mauer rausgekattet, okay. Fällt ihn halt auch nicht auf, oder? Und fällt es deshalb nicht auf, weil er sich gerade ein bisschen auch auf die Bauerei hier konzentriert. Aber jetzt musst du deinen LKW wegmachen, wenn er das hier hochbaut. Ja, das mache ich jetzt dann. Was er baut. Der baut eine Rampe hochwärts, glaube ich. Ja. Ja, macht er auch. Fällt nämlich bestimmt gleich da, ob ich den schnell wegmachen kann. Den LKW. / POS 1. POS 2. Machen wir hinten so. / Copy. Jetzt hat er da Leiter nur gemacht oder was? / Set 0. Tschüss. Stimmt. Ja, was er da gebaut hat. /. Oh, er hat. Oh, nee, doch nicht, schade. Ich dachte jetzt, er checkt das mit dem Bagger. So, bauen wir hier weiter. Das dürfte genügend Abstand sein, oder? Ja, da hat es genügend. Kannst den Hochweg machen. Habe den LKW auf Sicherheitsabstand. So. Es muss jetzt halt so, für ihn muss das so rüberkommen, als ob ich da ihn voll verstehe, als ob ich da jetzt voll mit ihm spiele oder so. Und ihn da ein bisschen helfe, das Grundstück hier zu verschönern. In Wirklichkeit trollen wir ihn im Hintergrund halt die ganze Zeit. Und er merkt es halt auch nicht. Also es fällt definitiv, ist es ihm auch noch nicht aufgefallen, dass er die ganze Zeit hier getrollt wird, weil es kommt ihm zwar wahrscheinlich komisch vor, dass der Bagger sich dann bewegt, aber ich baue ja und Tigerpanzer ist ja im Wendisch. Das heißt, ihn sieht er ja nicht. Er sieht ja nicht, dass Tigerpanzer im Hintergrund in Venice da rum agiert. Das sieht er ja nicht. Das ist ja das Schöne. Aber und dass er erstmal das er sieht und am Schluss muss man die gelben Bagger daneben stellen. Ja, Mann! Das ist, oder den anderen dann nehmen, umdrehen und auf die andere Seite des Loches stellen und den gelben Bagger oder den gelben Bagger gegenüber hinstellen. Nein, den gelben gegen den roten ersetzen. Ja, das ist ein geiler Prank. Mach den dann mal, Alter. Das wird so geil, wenn das dann der Tiger von so macht, wenn er im Gelben dann ersetzt gegen den Roten. Aber normalerweise, ich meine, jeden normalen Menschen wäre das Neueste schon längst aufgehoben. Kannst du eigentlich auch Kräne bauen? Puh, ja, so ungefähr halt. Bissala. Sag mal so wie der Rote. Hast du den schon zurückgesetzt? Nee, der ist da so. Fällt ihn halt nicht auf, ne? Leiter. Was ist mit Leiter? Ja, Leiter hab ich nicht. Nee, doch, das muss ich jetzt so lassen, oder? Nee, kann ich wegmachen. So. Oh, jetzt, sieh das? Nee, er hat es einfach nicht gesehen, er ist vorbei. Jetzt, oder? Jetzt, oder? Hä? Nee, dem fällt es nicht auf. Jetzt, oder? Er schaut komisch. Ja, es fällt ihm nicht auf, was? Ey, Junge, der ist so... Oh, Leute,
Es tut doch echt weh, oder? Diese fatale Dummheit tut doch echt schon weh. Setz ihn noch weiter zurück, jetzt setz ihn richtig weit zurück, jetzt muss es ihn aufhalten. Oder komm mal her, weil der ist da gerade so in der Nähe, aber er schaut gerade nicht hin. Wo ist der? Wo ist der gerade? Hier, da. Okay, okay, setz den Bagger mal richtig weit zurück jetzt. Okay, warte. Ist er weg? Nee. Achso, meinst du? Ich lenke ihn, pass auf, ich lenke ihn ab, dass er was machen soll, dass er mir Rat geben soll. Ich frage ihn mal, wie er das findet bis jetzt. Wie findest du den, ja vor allem so, ne, den LKW bis jetzt? Soll man den LKW inspizieren, weil wenn er jetzt zum LKW rüberfliegt, kann jetzt Tigerpanzer mach, jetzt kannst du schnell machen. Okay. Ist gemacht? Ne, der ist doch nicht weit zurückgesetzt. Ja doch, absolut. Ja, bei mir ist er noch normal. Schau mal, geh mal runter, dann siehst du es. Achso, ja, jetzt setzt er sich zurück. Also jetzt muss das den auffallen, ganz ehrlich. Es muss einfach auffallen, sowas. Wie krass wir den Bagger jetzt schon zurückgesetzt haben. Es ist halt so geil. Ich weiß auch schon, wie ich die Folge, glaube ich, nenne. Ich nenne es, glaube ich, so, also halt Ownerin versus Server-Team und dann halt dann auch noch unten mit hin, so mit Co-Owner oder so, ne? Und dann schreibe ich hin, das Mysterium des bewegenden Baggers oder sowas. Es juckt ihn halt auch einfach gar nicht, oder? Er hat es wahrscheinlich noch nicht richtig registriert, dass der Bagger sich schon wieder mysteriöserweise bewegt hat. Vor allem, ich bin halt hier die ganze Zeit am Bauen, weil schon der Bagger bewegt sich und es checkt. Oh, jetzt, komm her. Er ist gerade über den Bagger drüber gelaufen. Dass das dir nicht auffällt. Ey, der Bagger ist ja schon 3 Kilometer vom Loch weg und es fällt dir nicht auf. Okay, weißt, jetzt Hardcore. Nimm diesen Bagger, dreh ihn um und setz ihn auf die andere Seite. Ja, wollte ich gerade auch machen. Warte, Slash, Rotate, 180. Weil das muss ihn dann auffallen. Das muss ihn definitiv dann auffallen. Wenn ihm das nicht auffällt, dann weiß ich echt nicht mehr. Dann zweifle ich echt. Ja, lass so. Was? Er checkt's nicht. Ernsthaft? Der hat jetzt nicht gecheckt, dass der Bagger andersrum da steht, oder was? Ey, ganz ehrlich, ich zweifle echt langsam, ob der kein Gehirn hat, Alter. Junge, das muss er doch auffallen, dass dieser scheiß Bagger... Bist du da? Schau zu! Ich hab ihn nochmal besser hinplatziert. Oh, jetzt schau da! Kennst du die Dinger? Welche? Er checkt's auch nicht, oder? Tausch mal die Bagger aus. Mach das mal. Mal den orangen runterkopieren und den roten nach oben. Ey, das muss... warte mal, das muss ihm doch auffallen. Das muss dann definitiv auffallen, also. Bleib mal hier und schau zu, was er macht. Das kann doch nicht sein, dass das dir nicht auffällt, Mann. Hey, wake up. Darf ich rein? Tim stupst mich an. Ja, Leute, warte mal. Ich frag erstmal, ob er aufnehmen will. Ob er einverstanden ist. Hallo. Tim, ich bin an der Aufnahme. Ich hoffe, du bist damit einverstanden, dass deine Stimme mit aufgezeichnet wird. Oh, jetzt. Ist ihm aufgefallen? Schau. Jetzt. Was macht ihr gerade? Pass auf, THC-Fan hat sich... Jetzt, schau, wie er... Ja, er schaut, er guckt, er sieht. Er guckt mich an. Er guckt den Bagger, er guckt mich an. Ich komm auch. Ja, scheiße, wieso? Wie ist der? Der Bagger sich auf einmal... Ey, pass auf, ich bleib jetzt hier oben stehen. Nimm du den Bagger, dreh ihn und setz ihn irgendwo anders hin jetzt. Oder setz... Ich nochmal richtig, soll ich ihn wieder normal hinmachen? Ja, mach Undo. Okay, warte. Ja.
Jetzt habe ich einfach mal so, hä? Das ist so oh geil. Nein, was bitte Quatsch. Pass auf. Was denn hier? Pass auf. Hier? Du siehst den roten Bagger. Ne? Ja. Dieser. Jemand dreht ihn immer. dieser Bagger da, ne? Den du da siehst. Den haben wir jetzt schon vorgesetzt, dann hat er Mauer hingemacht, ne? Dann haben wir jetzt zurück. Schreib doch, der ist normal. Schreib, der ist doch normal. Ja, Mario, der ist. Doch. Normal. Aber. Boah, ey, pass auf, was ich jetzt mache. Aber. Ich finde das Loch etwas komisch gebaut. Was für ja, jetzt wieder. Grundstück hier. Das ist von THC-Fan, pass auf. Wir trollen ihn die ganze Zeit, weil wir bewegen genau den Bagger durch die Gegend. Tigerpanzer, wenn ich mache das die ganze Zeit, während ich nebenbei einen LKW, der hinter mir steht, baue. Und der THC-Fan fragt sich gerade die ganze Zeit, was da los ist. Ey, Ding. Tim, du kannst mir helfen. Ja, ich bin auch Vanish. Oh, Tim, pass auf. Tim, folgendes. Kopiere mal den gelben Bagger. Kopiere mal den gelben Bagger, aber komplett mit... Ich hasse markieren. Mit den Knöpfen. Ah, nee, dann... Du markier nur den gelben Bagger. Nicht kopieren, er soll Replace machen. Ja, das, ich markiere es halt am Stein, so. Ja, mach mal. Nein, nicht am Stein, nicht am Stein. Pass auf. Doch, ist okay, weil nur Replace. Achso, okay. Und dann warte ich gleich, wenn ich dir sage. Nimm dir schon mal einen blauen Wallblock noch. Dann, circa hier, glaube ich, in die Höhe. Hast du einen? Gut. Zwei, so, hab's markiert, einen blauen Wallblock. Jetzt sage ich dir den Befehl, also, ich schreibe dir über MSG. Damit du abkannst, das ist Replace. Der Replace kenne ich, ja. Ja, aber ich muss dir die Daten schicken. Genau, jetzt tauscht doch mal die. Jetzt Zahl vergessen. Jetzt tauscht die Bagger aus und jetzt wird's dann richtig lustig. Jetzt würde sich. Jetzt würde sich dann wundern, warum da jetzt auf einmal unten der gelbe spielt und oben der rote. Hoppa. 59. Ich glaube, wir trollen jetzt schon seit den gefühlten. Seit einer gefühlten halben Stunde. Wie lange trollen wir denn jetzt schon? 17 Minuten geht es jetzt schon bei mit dem Video. Und da freuen wir ihn auch schon die ganze Zeit. Weil er noch nicht ausgerastet ist. Ich hatte schon so erwartet. Weil er nicht weiß, dass wir das sind. Weil Tigerpanzer ist im Vanish. Das heißt, er sieht ihn nicht. Und er schaut ja immer wieder mal zu mir her. Und dann baue ich ja gerade am LKW. Und dann schaut er auf einmal zu seinem Bagger. Und dann ist auf einmal was anders. Obwohl ich hier die ganze Zeit am Bauen bin. Tipp das schon mal ein und hab die Wolle in der Hand, damit du die da dann replacen kannst durch die blaue. 9. Punkt. Muss dann irgendwie ein Komma oder so setzen? Nein, nein, so wie ich es gemacht habe. Dann Leertaste. 9. 14. Hast du schon eingegeben? Ja. Jetzt ändere noch die Wolle. Aber dann muss die dunkle Wolle nehmen. Oh Mann. Okay. Ja, schau. Ah, der Baggerarm fehlt bei dir. Ja, den hat er selbst kaputt gemacht. Hey, hoffentlich. Hey, er schaut. Du bist aber nicht im Vanish, ne? Ja, ich? Ja. Ich bin im Vanish. Nein, absolut nicht. Doch, ich bin im Vanish. Bei mir steht Vanish. Okay. Aber wenn ich jetzt schreibe. Bitte klicke hier und ein. Okay, dann okay. Ich bin im Vanish. Wäre ich nicht, dann hätte er schon längst rumgemeckert. Er wollte schaufeln einfach neu. Was? Er reißt ab. Er wundert sich nicht, dass es auf einmal die Farben anders sind. Ich verstehe den Jungen langsam echt nicht mehr, ne? Ja, er baut einfach mit der neuen Farbe weiter. Frag ihn mal, ob er die Bagger getauscht hat. Genau, pass auf. Ich lass grad einen Block wegbacken. Nein, warte. Easy. Ja. Hast du die Bagger ausgetauscht? Diese, ach komm. Ey, der geht immer auf mich. Ich glaub, du bist doch nicht im Wendisch.
Aber ich gehe mit meinem zweiten Account noch online. Dann kann ich ja sehen, ob ich ein Vanish bin oder nicht. Also eigentlich müsste es unsichtbar sein. Ja, eigentlich schon. Ah, oh, okay, er hat es, glaube ich, zu mir tippet. Dash, Baseball. Dash, Ball. Ach, scheiße. Okay, er hat gecheckt, dass ich halt Vanish bin. Okay. Ja, dann geh offline. Geh offline. Er hat sich doch in der Freundesliste, oder? Was? Er hat sich doch in der Freundesliste, oder? Ja, ich bin wieder offline. Geh offline. Geh mit dem zweiten Account drauf. Genau. No. Ey, ja. Oder Tiger, kannst du mir auf meinen zweiten Account einfach Admin geben? Ja, da hat er mich nicht als Freund. Dann checkt, weil das könnte er ja dann nicht checken. Er hat ein neues Loch gemacht. Soll ich jetzt wieder den ganz alten roten Bagger hinmachen? Ja, mach das. Oben können wir die Farbe ja wieder replacen, oder was? Ich mach schnell. Hat sich irgendjemand schon hier einen Rang gekauft auf dem Server? Hab ich noch nicht geschaut. An sich ist mir das ja egal, ob die Leute sich einen Rang kaufen oder nicht, weil ich meine, der Server soll ja nicht für irgendwie Geldbelustigungsobjekt sein, sondern Spaßobjekt sein. Wo die Leute Spaß drauf haben. Reefer Games. Durchrasten. Ich meine, klar wäre es natürlich schön, wenn sie den Rang kaufen und dadurch den Server unterstützen, ne? Aber geldgierig bin ich da, was das betrifft, nicht. Ja. Tja, da oben ist wieder gelb. Oh, Erb. Hilfe. Was denn? Ich bin im THC-Fansloch gefangen. Ey, Puffy hat sich schon Silber gegönnt. Wer ist Puffy? Ah, scheiße, er weiß, dass ich ein zweiter Account habe, verdammt. Ich hab vergessen, dass er vor meinem zweiten Account weiß. Scheiße. Aua. Schreib mal, ist schon geantwortet. Was? Zu Puffy. Ja. Ist schon beantwortet? Ja. Jetzt ist der rote Bagger wieder da. Ja. Schau mal. Ich wechsle meinen Account wieder. Schau es dir mal an. Verifiziert mit Minecraft jetzt. Ein Pandai. Entferne diesen Freund. Und jetzt gehe ich wieder offline kurz. Ja, ich bin halt offline gegangen. Was? Nee, ne? Das ist eine schlaue Idee, was er jetzt gemacht hat. Er hat einen Cos-Panda jetzt runtergeschmissen von der FL. Ja, Mann. Ja. Geile Idee, ja? Das ist echt geil. Schau mal, Pintus, er wundert sich jetzt. Ich bin wenn. Ja, jetzt baut er den gelben ab. Ich glaub, der wird langsam sauer, weil er langsam merkt, dass er scheinbar irgendwie da sehr mysteriöse Sachen passieren auf seinem Grundstück. Und er schaut ja immer wieder zu mir her, er hat sich auch schon wieder zu mir her teleportiert. Und komischerweise, ich habe ganz normal im LKW gebaut, obwohl sich kurz vorher was sagt. Ich kann jetzt Puffy nicht antworten, weil ich. Ja, antworte mal, schau mal, wer liebe Grüße gesendet hat. Ich hab schon geschrieben, dass wir geantwortet haben auf ihn. Ja, er hat geschrieben, wir suchen keine Keksmonster, haha. Jetzt schau mal, wer liebe Grüße ausgerichtet hat. Ah, jetzt ist er offline gegangen. Ja, machst du. Hey, jetzt macht den roten auch weg, oder? Du musst dich anschauen, was er macht. Ja, warte mal. Ich hab den noch kopiert. Princess Araya. Was denn? Schau mal. Frag ihn mal, wo sein Bagger hin ist. Hä? Er hat den roten jetzt hochkopiert, oder was? Ey, das war ich. Mach weg, du machst so offensichtlich.
frag ihn wieso. Es ist halt so geil, weil er merkt halt nicht, dass er die ganze Zeit vor hier rumgeprankt wird. Ich weiß jetzt gerade so. Ich denk mal schon, dass das checkt, aber. Ich glaub, sein Gehirn ist. Wer ist denn das? War der hier? War der schon mal da? Ich wollte gerade guten Tag schreiben, oh Scheiße. Zum Glück kann man nicht schreiben. Au! Er merkt halt instant nicht, dass er die ganze Zeit geprankt wird, hier nicht. Was ist hier eine. Kann ich mir admin auf meinen Main-Account? What? Wer ist das? Keine Ahnung. Erstmal bannen. Frag mal, wer das ist. Ja, er ist halt zum ersten Mal online. Kann ja auch /p-info machen. Ich glaub schon. Ja, kann ich. Ja, nein. Erster Login am 25.08.2018 um 17.58 Uhr. Tiger Panzer, check mal die IP. Jo. IP 187. Puffy, Tiger Dragner. Was? Das ist Tiger Dragner. Hast du dich umgenannt? Nein, nochmal Account. So. Warte, ich schreib's jetzt Tiger Dragone. Du bist es. Woher wisst ihr, dass Tiger Dragner ist? IP. Gleiche IP. Die gleiche. Ja, gleiche IP ist das gleiche. Ja, okay. Wenn du einfach IP-Info und dann sein Name machst, dann siehst du, dass alle drei Accounts an zur gleichen IP sind. Ja. Er schreibt schon, Bro. Als ob du das so schnell verglichen hast. Ja, geht doch easy. Hä, jetzt der gelbe wieder unten. Hä? Ja, davor nicht rot? Es fängt der VBN an. Warte, VBN. Erstmal bannen. Ah, pass auf. Soll ich das als Geständnis werten? Interessant. Ich glaube, es wird bald ein Adminplatz weniger geben. Frei. Ey, THC pranken wir hier gerade, ne? Und jetzt prank ich auch noch gleichzeitig einen Tiger-Dragon, ne? Let's go. Hey! Warum? VPN ist verboten. Perma-Pan? Fragezeichen. Aber Officer. Aha. Ja, Officer hatte früher. Echt? Da wurde er doch jedes Mal vom CS gekickt. Ah ja, stimmt. Ja, stimmt. Kannst du den Alt-Account bannen? Der hat einen Hack-Client und benutzt Alt-Accounts hier. Okay, lol. Warte, ich will ihn jetzt noch trollen. Kann ich jetzt eigentlich auch schon /Troll machen, ne, oder? Nein, keine Rechte. Warte, crashen wir ihn, oder? Ja, lass mal crashen. Ich crashe ihn jetzt. 3, 2, 1, 0. Ich dachte, das sollte eigentlich nicht mehr funktionieren in Minecraft. Ja. CCSW ist Beste, wir können das. Und vor allem sind wir Beste, wir können es. Er hat das nicht mal Crack-Datei gehört, das Ja, aber der hat uns leider verlassen. Darf ich den Altbomben? Nee. Er ist eh gleich offline, warte. Kümmer dich eh um. Er ist offline. Kümmer dich eher um deine bewegenden backenden Bagger. Hast du den roten Bagger wieder weggemacht, oder was?
Das sehe ich gar nicht ein. Soll ich wieder hinkopieren? Nein, nein. Aber änderst du einfach die Farbe. Darf ich auch? Ups, jetzt sind ja plötzlich zwei Bagger da. Ich meine auch die andere Seite zwei. Darf ich auch machen? Peace. Du bist böse. Ups. Es stehen hier drei Bagger, vier Bagger. Ah, er hat sich wieder zu mir teleportiert. Ja. Mach den dritten mal weg. Oh. Alter, jetzt er. Oh. Jetzt eskaliert er gleich. Ich glaube, jetzt eskaliert er gleich. Jetzt haben wir es gleich wieder geschafft. Jetzt rastet er gleich wieder. Jetzt haben wir gleich wieder einen richtig schönen verspielt. Ja, nee, er macht alles zu. Ah. Er hat einfach alles weggemacht und sein Ding dabei zerstört. Dabei hat er was zerstört. Was ist das? CO Rollback Help, hä? Hat es auch? Nein. Ist der jetzt offline? Nö. Ja, nö. Tiger Dragon ist wieder da. Weißt du, Tiger Dragon ist in meiner Friendlist. Das sieht, dass ich online bin. Rein theoretisch. Removed Stone. Boah. 2 Minuten. Oh, LKW ist da. CC Doppelpunkt SW. Muss es nicht CC minus SW heißen? Nein, weil das ein Kennzeichen ist. Rat bei dir das Kennzeichen SC minus oder was? Ja klar doch. Aha. Giga Dragon ist wieder da. Sag mir Bescheid, wenn er hier drauf ist, dann verarsche ich den Tiger Dragon auch gleich mit. Ja, der ist auch drauf, der ist wieder hier. Fresh TP. Tiger Dragon, wo ist der? Ah, der ist hier. Der ist dein Truck gespawnt. Der ist spannend. Ich kann ihn aber nicht bannen. Ach ja. Was? Muss von Truckers MP gebannt werden, warum? Okay. Oh, jetzt bin ich eingesperrt, Leute. Copy-Paste-Verfahren. Ja, aber nur nicht lange. Weil ich gerade einen LKW fliegen lassen habe. Was meint ihr damit? Wer wurde gebannt von Truckers MP? Tiger Dragner. Truck 1 nach hinten setzen.
Er ist ja noch online. Wer? Ja, ich hab seinen Panda. Ja, der ist noch online. Weiß auch nicht, wo er ist. /TP. Hat sein Panda. Der ist hier. Ich weiß nicht, auf welchem. Ach, der ist hier. Ah. Also, was sagst du jetzt dazu? Oh, Schreierchen. Also, jetzt bin ich aufgeflogen. Zu den Baggern. Warte, ich schau mir sie ja gleich an. Ach, nicht kurz ein Panda. Als ob da jetzt zwei Bagger stehen. Also, wir machen noch ein Loch am besten, würde ich sagen. Ey, da stehen drei Bagger. Ah, ja, noch ist er ruhig. Warte mal. Wo bin ich? Schreibt der Tiger Dracona, warte. In Minecraft. Mann, ey, wer ist eigentlich dieser Teamspeak da unten? Der ist schon seit 45 Minuten im Spawnpunkt. Ja, Teamspeak User. Ja, der heißt so neue Teamspeak User. Das ist ein Fire Token, not safe. So? User left your channel. Aber die Katze bringt mich um, Leute. Bringt wieder an, ey. Leck mich doch. Chantal, hol leise. Bin ich Chantal. Dispo ist Chantal. Wie meine Spedition in Minecraft immer mehr wächst, Alter. AFK. Alter, ist AFK, okay. Drachenei haben. Schalker, es ist Schalkerboxen, lol, die sehen aus wie Ender. Gab's hier nicht früher mal Secret Logs hier auf dem Server? Langeweile, Tim? Ja. Man merkt's. Sind die beide /TP? Putz ein Panda, ey. Oh, der ist hier hinten. Oh, Leute, was hat er gemacht? Oh Gott, das wird's langweilig. Eigentlich ist das Loch umgekehrt. Ja, du musst 0,5 machen. Macht ihr gerade das Loch schon? Wer verunstaltet ihr das Loch gerade? Nein, das Loch andersrum. Andersrum, okay, darf ich auch mitmachen, ne? Ja. /br/stair. So, ich mach mal 2. Wer hat es geschafft, dass es komisch aussieht, das Loch? Keine Ahnung. Hey. Was dann noch Erde oben drauf? /. Gras über die Sache wachsen lassen, ne? Fair. Stone. Komma. Und so, dann brauchen wir was. Machen wir noch Truhen hin.
Aber passt doch. Dann brauchen wir noch Redstone Drohle, brauchen wir die. Die gibt's ja in der Version noch nicht. Oder was? Da. Verschönerung des Grundstücks von THC-Fan. Was denn? Ich schreib das rein, dass der THC-Fan nicht merkt, dass ich da das alles weiß. Warte mal, ich kopiere mir jetzt mal so einen Bagger. Ach scheiße, die sind so breit, die sind ja so breit gemacht. Ah, da stehst du. Bauen die da hinten? Oh, okay. So Leute, ich glaube, jetzt lösen wir mal langsam auf, oder? Ja. Ich hole ihn mal im Teamspeak hoch. Der ist noch gar nicht, der ist gar nicht mehr da. Hat er Garage quittet? Dann schreibt ihm mal, er soll TS kommen. Jetzt kommt das Beste, Leute, die Reaktion natürlich wieder. Ich wusste das halt von Anfang an. Ich würde jetzt das sagen, aber er hätte es im Chat nicht schreiben müssen. Ich spamme das jetzt mal kurz ein bisschen, dass der auch das mit mir liest. Slash TP, irgendwas. Scharf SS, okay. Okay, Leute, jetzt wird's lustig. Er ist im TS. Okay, ich hole ihn jetzt hoch. Das ist gleich lustig. Da ist er. Ich habe ihn da. Zieh ich jetzt mal hoch zu uns. Lass move'n. Ich move schon. User was moved to your channel. Hallo. Hi. Wie findest du die LKWs? Ja, geil, Alter. Besser als ich umkommen. Du hast einen Tieflader, da können wir ja dann noch einen schnelleren Bagger drauf tun und dann hast du noch einen Kipper. Ja, was ich noch bauen wollte, noch ein Begleitfahrzeug. Okay. Was ist mit deinen Bagger die ganze Zeit los? Jetzt stehen auf einmal drei da. Das weiß ich auch nicht. Ich glaube, das ist Tim oder so. Okay. Warum ist jetzt das Loch weg und alles? Wenn du guckst, ich baue hier gerade schon mal einen Keller. Lol. Aber immer, wenn ich fertig war mit Bauen, habe kurz ins Loch und dann da geschaut. Auf einmal waren dann die Bagger anders oder da war umgedreht oder er war was weiß ich was. Alter, was ist denn das jetzt schon wieder? Komisch. Alter. Echt komisch. Ich schwebe gerade hier oben und schaue mir das ganze Spektakel gerade an, ey. Sag mal, der Haufen wieder kleiner. Tigerpanzer? Ja.
Du hast ja heute eine neue Bewerbung bekommen, ne? Ja. Heute Abend. Rede ich mit ihm. Also wenn du willst, kannst du auch dabei sein. Ja, von der, der hat doch irgendwas mit JT in den Namen gehabt. Ja, das hab ich auch schon gesehen. JT? Also, als was bewirbt er sich? JT sagt mir nee. Warte mal, Tigerpanzer. Bist du noch auf dem Server, ne? Ja. Der hat sich ja beworben. Wollen wir den jetzt annehmen? Weil ich hab mich beworben, ja, und die hat mich nicht angenommen. Und das war das Beste, das ist der erste Bewerbung, wo ich geschrieben hatte. Weil, ja gut, die war aber auch ausführlicher, diese Bewerbung. Die hat 46 Minuten. Die hat 46 Minuten gebraucht, diese Bewerbung. Ich mal. Ja, wenn ihr mir mal sagt, wie man eine schreibt, dann schreibe ich mal eine bessere. Aber Tigerpanzer, bist du da auch meiner Meinung, dass wir da reinschreiben, it's a prank? Ja. Er sagt nix. Checkt's wahrscheinlich nicht. Ich glaube, der checkt's ja wirklich nicht. THC-Fan? Ja. Das Mysterium der Bagger? Ja. It's a prank. Das waren Tigerpanzer, Nisekoi war dabei und ich. Ich hab die ganze Zeit immer bloß gebaut. Video läuft übrigens. Möchtest du noch irgendwas zu den Zuschauern sagen? Ja, red mich zum Admin. Mich würde noch interessieren, hast du es am Anfang nicht gecheckt, dass er manchmal einen Block oder zwei Blöcke weiter vorne war? Oder weiter hinten, ne? Doch, das hat mich auch gewundert. Vor allem, ich war ja die ganze Zeit am Bauen, das heißt, ich konnte es ja nicht sein, weißt du? Der Tiger war so die ganze Zeit im Wendisch die Aufgaben ausgeführt und ich hab dich dann immer, wenn ich gesagt habe, du sollst zu mir kommen zum Gucken, hat dann Tigerpanzer schnell weggemacht und ein Stück weiter hinten wieder hingepastet. Leute, es hat wieder mal geklappt, wir haben ihn mal wieder geschafft zu pranken, es hat wieder funktioniert. Ja, jetzt habe ich schon wieder 2 Stunden, schon wieder die Tage lang planen. Hä, hey, warum willst du schon wieder planen? Der beste Prank. Achso, du willst mir. Also Leute, er will mich zurückpranken. Mal schauen, was kommt. Wobei man sagen muss, einmal hat er mich ja gut geprankt, das muss ich jetzt im Video trotzdem mal sagen. Weil er dann geschrieben hat, er verlässt das Team und so weiter und ich habe das voll abgekauft und in Wirklichkeit war das ein Prank von ihm. Da hat er mich auch mal ganz gut ranbekommen. Aber ja, ihr klickt hier diese Videos ganz gerne, ihr lässt ja auch schön Likes da. Ihr habt mal wieder ein Prank-Video bekommen. THC-Fan hat es dieses Mal wieder erwischt. Checkt auch mal seinen Kanal aus, Team Anti-Scam heißt er. Nisekoi könnt ihr auch gerne auschecken, der heißt Tim spielt HD. Und Tigerpanzer heißt League of Unicorns oder irgendwie so. Wie war das jetzt nochmal genau, dein Kanal? League of Unicorns, aber checkt uns am besten auf dem Minecraft-Server aus. Und wie ich es am Anfang des Videos schon gesagt habe, CCSW Network, also mc.cc-sw.de ist der Server. Ich werde euch die IP auch nochmal in die Beschreibung reinpacken, ganz oben. Checkt den Server aus, ist ein cooler Server. Hier ist viel Humor auch vor allem dabei und alles. Falls ihr neu seid, könnt ihr gerne ein Abo dalassen, wobei ich werde eh immer Abo geil geschimpft, also abonniert mich alle. Ja, man kommt eigentlich mal endlich ein Prank gegen Rispo. Ja, muss ich mal eine Möglichkeit finden, dass es auch funktioniert. Schaut auf jeden Fall mal bei den super YouTube-Kollegen vorbei und danke fürs Zuschauen bei diesem Video. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen, wie wir mal wieder jemanden aus dem Team geprankt haben. Bevor du stoppst, zeig erstmal noch im Video, was ich hier gerade auf den Kopf gestellt habe, hier hinten. Wo? Hier hinten, wo das braune ist, da was aussieht wie Scheiße. Flash-TP. Das, was du bist. Kurz Pendel. Was ist das? Hier soll ein Keller werden, es wird hier ein Wohnhaus. Ah, okay. Ja, übrigens, hiermit gehen übrigens auch nochmal Grüße raus an Crack-Datei, beziehungsweise seinen Namen kennt ihr ja, der Marcel. An den gehen auch Grüße raus. Schade, dass du das Serverteam verlassen hast, war aber trotzdem schöne, lustige Zeit mit dir. Falls du es dir irgendwann mal wieder anders überlegst und wieder zurückkommen möchtest, für dich stehen auf jeden Fall die Türen offen.
Und wie schon gesagt, falls euch gefallen hat, schaut gerne noch meine anderen Videos, wenn ihr Bock habt, und Tigerpanzer macht gleich weiter. Nein, nicht Tigerpanzer, sag ich. Ja gut, jetzt reicht, Leute, wir haben ihn jetzt halt eine Dreiviertelstunde geprankt. Also Leute, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, tschüss.